Freunde, der Kameramann ist wieder mit am Start und möchte gerne Videos machen. Der Urlaub ist zu Ende. Wollte ich mal kurz so zeigen, wenn man eben im Urlaub da sitzt, im schönen Garten, wo niemand ist, kann man eben auch ein bisschen mit irgendwas herumschießen. Dazu haben wir dann im letzten Video gezeigt, haben wir uns so eine Zielscheibe daran gebastelt auf so einen alten Pfosten. Und dann kann man ein bisschen Spaß haben im Garten. Hier ist ja weiter niemand bis zum Horizont. So, was haben wir jetzt? Ich glaube, das war die wir ganz am Anfang gereviewt haben. So, das ist eine ehemalige Fototasche. Da ist die Airsoft drin. Hier hinten sind die Magazine. Wir haben schon oft munitioniert. Und hier ist eben die Knarre untergebracht. Die haben wir damals schon mal gereviewt. So, machen wir mal beiseite. Das Einzige, was ich damals gemacht habe, genau, ich habe hier versucht, die Embleme zu schwärzen. Und da ist Leuchtfarbe drin. Das siehst du jetzt natürlich nicht. Die Firmenzeichen sind auch dunkler. Die einfach mal ein bisschen mit Farbe hervorgehoben. So, war so ein Splin. Hier oben hast du natürlich das Leuchtpunktvisier versteckt. Das haben wir damals gleich mitbestellt. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein schöner Schalldämpfer dafür passend. Aber leider gerade dieser Schalldämpfer, der hier rangehört, kann man ja mal nachschauen. Der sprengt eigentlich für mich, wie soll man das so nennen, das Budget, weil der hat ja keine Funktion. Das ist eine reine Optik. Das kann das ist ein Alu-Teil, sage ich jetzt mal, mit ein paar Markings drauf. Und gerade diese Version kostet unwahrscheinlich Geld. Da habe ich es dann gelassen. Für ein Teil, was beim Airsoft keine Funktion hat. Ansonsten muss ich immer so sagen, diese Waffe wurde von mir nicht oft geschossen. Ich empfinde sie ziemlich wertig vom Gewicht her. Der Griff ist eben schön Polymer. Hier hinten den Griffrücken konntest du damals austauschen. Ich habe für meine großen Grabscher die große Ausführung genommen. Auch hier gehört eigentlich noch ein Original Fangschnur ran. Wäre auch mal überlegenswert. Es fällt im Spiel, wenn ihr damit durch das Gelände tobt, gar nicht mal so eine dumme Idee. Sehr schnell knallt euch das Ding mal aus der Hand und klatscht vielleicht die Etage runter oder so. Jo. Das Einzige, was war, am Anfang war der Schlitten sehr straff. In meinen Augen schlappert der ziemlich stark. Also ich bin jetzt kein Spieler, der das Ding jedes Wochenende im Einsatz hat und wo es harten Belastungen ausgesetzt ist. Deswegen war ich dann von dieser Wackelei ein bisschen enttäuscht. Muss das so sein? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ist das bei euren Waffen auch so? Gerade bei den elektrischen, sage ich jetzt mal, wo du auch Dauerfeuerfunktion hast oder so, schlappern die Schlitten dann auch so stark? Keine Ahnung. Ja, ansonsten muss ich mal so sagen, gefällt mir das schon, dass dieses Teil so ziemlich schön am Original dran ist. Gefällt mir. Wir werden einfach mal ein bisschen aufladen. Das Wetter ist ja optimal dafür. Ups, ihr wisst ja, Airsoft ist es besser, es ist schön warm. Bisschen schütteln, ihr wisst, wegen dem Silikonöl da drinne. So, dann wird hier drauf gesetzt. Übrigens, wie mir gesagt wurde, nicht ganz leer machen. Ja, wenn man das im Raum macht, hört man es noch, wie es reinzischt. Ich höre jetzt nichts. Okay. Ah! Etwas zu wenig gedrückt. Ja. Aber das brauchen wir ja den Auskennern unter euch nicht zeigen. Es hört dann auf zu zischen und dann wisst ihr, das ist garantiert voll. So. Aber ich muss mal so sagen, von der Schussleistung ist das eigentlich okay. Für so ein bisschen rumplinken im Garten. Ach, voll okay. Man trifft sogar was, zumindest meine improvisierte Zielscheibe dort. Wir haben schon entsichert. Wir haben keine Schutzbrille auf. Wir haben wie unsere Jugend überlebt ohne Schutzbrille. Aber Leute, Schutzbrille ist wirklich richtig. Letztens ist mir eine Kugel abgeprallt. Also nicht zu nah ans Ziel rangehen. Schmerzhaft, wenn man davon getroffen wird. So, aber das Leben ist ein Risiko. Weiter geht's.
Was ist eigentlich das Spaßigste dran, dass sich hier alles so schön bewegt? Und dann gucken wir mal, ob hier was zu treffen ist oder nicht. Okay. Also damit was zu treffen ist eigentlich kein Problem mit dem Rotpunkt. Auf die kurze Entfernung. Also die, das Visier ist nicht richtig eingestellt. Die Kugeln schnipsen eigentlich drüber weg. Aber das macht richtig Gaudi. Das macht doch Spaß. Der Schlitten bleibt hinten, wie sich das gehört. Dann wird gekonnt, das Magazin getauscht. Deswegen damals zwei gekauft, obwohl die damals relativ teuer waren. Ich glaube oberhalb 40, 45 Euro. Wie es jetzt aussieht, kann ich euch gar nicht sagen. Vielleicht schreibt mal jemand was in die Kommentare. Gibt es die noch? Ist die beliebt oder nicht beliebt unter den Spielern? Keine Ahnung. Oder Sammlern? Also ich finde sie auch vom Gewicht her. Naja, mit Magazin jetzt denke ich mir mal schon relativ dicht am Original. Und Gaudi macht's. Natürlich hat man mit einer CO2-Waffe mehr Bums, aber muss das immer sein? Ich meine, einfach mal auf ein paar Dosen schießen, ist doch auch schön. No. Das macht doch Spaß, Freunde. Legt euch sowas zu. Ich empfinde das jetzt auch nicht besonders als militaristisch oder ähnliches. Natürlich wird so eine Waffe entwickelt und gebaut und verkauft, sagen wir mal ganz ehrlich, um Menschen zu verletzen und zu töten. Aber das stufe ich eher mal so in Richtung Spielzeug ein. Also verletzen kann man sich damit wahrscheinlich auch kräftig, aber töten, das ist doch eher was für den Spaß und für den Gaudi an sich. Und ein Ziel anvisieren und treffen macht auch Spaß, also es ist auch ein Sport. So. Habt ihr Spaß mit? No? Schafft euch ein Hobby an, legt euch eine zu, man braucht ja nicht 15 von solchen Teilen. Kann ich nicht verkehrt empfinden, obwohl die relativ teuer war. Ich glaube um die 200 noch was Euro oder so, 230, weiß ich nicht mehr genau. Googelt's mal, schreibt's rein, wenn ihr wollt, für die anderen Kollegen, die zuschauen. Und diese Frage kommt garantiert. Das Einzige, was ich damals hier noch gemacht habe, ist, hier waren ziemlich sichtbar diese Formtrennkante, die war sehr scharfkantig. Und die habe ich mit einer scharfen Messerklinge abgeschabt. Das geht auch sehr flott, muss ich mal so sagen, auch hier. Dass die jetzt entfernt wurde, ich glaube nicht, dass die beim Original dran ist, in der Stärke. Ich habe die dann halt geglättet. No. Der Griff ist angenehm, auch für meine großen Pfoten. Und ich denke mir mal, das sieht interessant aus. Sieht gut aus. Finde ich gut. Also, kauft euch, gönnt euch, schreibt mal was in die Kommentare dazu. Tschüss, Freunde.